Ach jechen, Generation Mimimi plärrt leise vor sich hin. Nee, die plärren sogar ganz laut. Was hat es damit auf sich? Ich hatte mich mit einem Wissenschaftler auf YouTube praktisch ausgetauscht. Ich hatte einen Fehler gemacht und da schrieb ein ganz kluger, der nennt sich von Klerus zu Physikus. Naja, wie sich schon so nennt, das ist schon verdächtig, aber okay. Er schrieb dann irgendwas, ich sollte da eher darauf acht geben, das war unnötig. Und ich habe geschrieben deswegen, weil ich nahezu jeden sachlichen Kommentar lese und durchdenke, braucht es Ihre Aufforderung nicht. Was kam als Antwort von dem klugen Klerus zu Physikus? Lehrer Marfü, Ihre Worte sind überheblich und zeugen von einer, jetzt kommt es, autoritären Haltung. Und jetzt kommt es noch besser, die unserer Zeit nicht mehr angemessen ist. Ja, mittlerweile ist es ja so. Ich lese dann gleich kurz etwas vor und wir wissen alle, was ich meine. Er schrieb dann noch, ich mag sie nicht, aber sie haben eine gewisse Reichweite. Nutzen Sie sie weise. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, Mensch, Leute, imperativ. Da kommt ein Ausrufezeichen hinterher. Aber können die ja alle nicht mehr. Naja, gut. Ich hatte schon mal, das war im März 21, hatte ich noch einen Teil, der mir dann auf der Seele lag, im Buch nochmal nachgeschrieben und nach vorgelesen. Und zwar, worum geht es? Von den Großeltern lernen. Und ich lese kurz vor, lehnt euch zurück, wartet mit dem in die Tasten hauen. Es wird gleich spannend, wir können dann viel diskutieren. Sicher, ich hätte das, was ich jetzt zu Papier bringe, auch schon in das Buch schreiben können. Aber wir haben keine Zeit mehr, die drohende Idiokratie zu bremsen. Bildung ist nicht nur schulische Bildung, sondern auch das Vermitteln von Lebenserfahrung. Unerfahrenen Kindern wurden in der gesamten Menschheitsentwicklung Lebenserfahrungen durch Vormachen, Vorleben erklären und, wenn die Zeit nicht ausreicht, durch Weisungen und Befehle, also durch Erziehung, vermittelt. Ja, da haben wir leider nachgelassen. Ein Beispiel für Befehle. Finger weg! Stellen Sie sich ein kleines Kind vor, das gerade im Begriff ist, einen heißen Kaminofen zu berühren. Und nun stellen Sie sich die heutige Form so eines Befehls vor. Kevin Jonathan, mein Schatz, magst du gern vom Ofen weggehen? Mama findet das nicht so toll, wenn du dir die Fingerchen verbrennst. Und Papa wäre auch sehr traurig. Wohlgemerkt, alles wird als Frage formuliert. Alles. Was wird der Kleine nach der ersten Frage tun? Er wird kaum reagieren und seine Finger kommen der Verbrennung immer näher. Naja, gut, ich will Sie damit nicht langweilen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Das ist das Problem. Und ja, jetzt kommt Generation Mimimi so weit, dass die sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wie schrieb er zeitgemäß? Ja. Dieser Zeit, unserer Zeit nicht mehr angemessen ist. Ja, klar. Da wissen wir, wovon so ein Blödsinn kommt. Ja, und mittlerweile, da hatten sich ja alle aufgeregt, als ich darüber ein Video gemacht habe, die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Auch wenn es Dostojewski nicht gesagt haben soll. Es ist leider so. Und deswegen, Leute, erwerbt Wissen. Und damit meine ich jetzt Generation Mimimi. Dann empfindet ihr das, was wir Älteren sagen, auch nicht mehr als Bevormundung oder als autoritäres Gehabe oder irgendwas auch immer. Und es wird wieder alles der richtigen Zeit gemäß. Daran müssen wir arbeiten. Meine Damen und Herren, ich wünsche einen schönen Sonntag. Jetzt wird in die Tasten gehauen. Jetzt müssten noch die Links zum Buch einerseits. Und ich werde genau dieses Video nochmal, was von den Großeltern lernen, das werde ich nochmal darunter verlinken. Na dann, alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.